Dies, meine Freunde, ist einer der Hüter der Wüste, einer der höchsten Nomaden überhaupt. Der sippenlose Shakyor der Löwe. Und das ist der dazugehörige Löwe. Siehe, der Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakyor der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser mit mir. Assalamu alaikum, mein Freund. Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Ja, auf den gehe ich gleich noch ein. Wir reden erstmal fertig mit Shakyor. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben, denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. Wenn Wolf zu Wolf und Löwe zu Löwe gekommen ist. Nein, egal. Ich will jetzt nicht auf meinen Kampf eingehen. Gut, mehr hat er uns jetzt auch nicht zu sagen. Der Shakyor. Gut, ein paar Sachen, die ich sagen möchte an dieser Stelle zu Shakyor. Ich mag Shakyor unglaublich, muss ich erstmal sagen. Der ist mir äußerst sympathisch und dem werden wir auch helfen bei seinen ganzen Belangen. Ja, Shakyor hat einen Löwen an seiner Seite und dieser Löwe ist sein Tiergefährte. Er begleitet ihn überall hin und die beiden sind ganz dicke Buddies und die sind richtig miteinander verbunden. Und im Rollenspiel war es so, dass mein Charakter ja auch einen Tiergefährten hatte, der Marik. Und dieser Tiergefährte war zunächst, ja, also er hat ihn befreit aus einem Zirkus, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Und dieses Werden des Bandes zwischen den beiden fand dann in zwei Stufen statt. Einfach weil der Skill Tiergefährte zwei Stufen hatte und ich das irgendwie verarbeiten musste, gut. Und die erste Stufe bestand darin, dass die beiden sich angenähert haben aneinander und Maris hat dann die Körpersprache und die ganzen Verhaltensweisen von Marik kennengelernt und die beiden haben sich angenähert aneinander und akzeptiert und sind dann ohne irgendwelche Magie oder irgendwas zu einer Art Mini-Rudel geworden, ein Zwei-Mann-Rudel, so wie es Shakyor und sein Löwe auch sind. Und um sich Tipps abzuholen, ist Maris, mein Charakter, dann zu Shakyor gegangen und hat ihn gefragt. Und die haben dann sozusagen einen kleinen Workshop gemacht in Sachen Löwenrudel bilden und so. Und dabei haben die sich die beiden ein bisschen näher kennengelernt. Und Shakyor hat Maris dann als Aufgabe gestellt, dieses Band zu seinem Tiergefährten zu verstärken. Das hat Maris dann vollzogen und zwar mit einer Druidin, die... ja, sie hat... Wie sage ich das jetzt am besten? Ach ja, genau. Shakyor hat als Belohnung dafür, dass Maris das Band erstmal so einfach ohne Magie oder irgendwas hergestellt hat, dass die beiden sich verstanden haben, als Belohnung für diese bestandene Prüfung sozusagen, also er musste überall rumreisen und Prüfungen machen, Maris, und das war Shakyors Prüfung gewesen, und für diese bestandene Prüfung hat Shakyor den Löwenstein an Maris weitergegeben. Weil Maris der ziemlich vielversprechende nächste oberste Nomade war, während Shakyor halt sich nicht dafür bereit gefühlt hat, obwohl er eigentlich ein altgedienter, sehr hochrangiger Nomade eben ist. Und er hat den Löwenstein abgegeben an Maris, einfach weil Shakyor ja auch ein Nomade ist und nichts mit dem Stein anzufangen weiß, denn was soll ein Nomade mit dem Druidenstein? Ich meine, er kann zwar irgendwo davon... profitieren, dass der Stein halt die Kraft des Löwen in sich hat, aber mehr kann er damit auch nicht machen. So, deswegen hat er an Maris den Stein abgedrückt. Maris lernte in Al-Shaddim eine Druidin kennen und die hat ihm dann geholfen mit der Kraft des Druidensteins, also sie hat dann ein bisschen Kraft, ein bisschen Magie aus dem abgezweigt und hat dann ein Band zwischen den Seelen der beiden geschlossen, zwischen Maris und seinem Tiergefährten. Die sind sozusagen verschmolzen auf einer gewissen Ebene, die Seelen, und dadurch haben sich die beiden dann, sagen wir mal, über Gedankenkraft verstanden miteinander und wussten, was der andere wollte im Prinzip. Und deswegen haben die unglaublich harmoniert miteinander und waren dann im Prinzip eine Einheit dadurch. Und damit war das dann
der ultimative Tiergefährte. Und dasselbe hat der Druide, der Shakir den Stein gab, dann, so habe ich das dann interpretiert, auch mit Shakir gemacht, vor langer Zeit. Ja, nun ist natürlich die Frage, warum drückt ein Druide seinen Stein ab an einen Nomaden? Das ist eine sehr interessante Frage, die ich bis jetzt nicht beantworten kann in meiner Geschichte, die aber sich weiter damit beschäftigt, auch wenn ich gar nicht mehr in Varant unterwegs bin. Denn die Sache ist, ich erwähnte ja mal, wir sind nach Argan umgezogen. Ich weiß, es wird jetzt eine Folge mit viel Gequatsche von mir. Tut mir leid, wenn jetzt nicht das Spiel weitergeht, dann müsst ihr halt weiterschalten. Mars ist ja nach Argan umgezogen auf die Arcania-Welt. Und es ist so gewesen, dass Maris in die Sümpfe gegangen ist und dieselbe Druidin, die damals das Seelenband zwischen den beiden geknüpft hatte, hat in einem Unfall, in dem sie sich in einen Panther verwandelt hatte und die Kontrolle verloren hat, Marik, den Tiergefährten von Maris, getötet. Ja, und nach dem Seelenband würde das eigentlich bedeuten, dass Maris auch hätte sterben müssen. Allerdings geschah etwas Interessantes. Und zwar hatte Maris den Löwenstein bei sich. Und es ist so, dass zu jedem Stein im Prinzip ein Tiergeist gehört. Die Tiergeister sind die ersten ihrer Art. Das habe ich bestimmt schon mal erwähnt, bin ich mir sicher. Jetzt Druidenmythologie und so hier im Spiel. Oder im Rollenspiel bei uns. Sie waren die ersten ihrer Art, die Tiergeister. Und wenn die Tiergeister sterben, sie sind dann im Prinzip auch die Herren ihrer Art. Und wenn diese Tiergeister sterben, dann geht ihr Geist in die Druidensteine hinein und der Löwe, der große Löwe, war tot zu der Zeit. Als nun aber Marik starb, der tote Körper des Ligers da lag und der Druidenstein in der Nähe war, hat der Löwe die Chance ergriffen und ist aus dem Stein hinaus in den Körper von Marik hinein und ist neu auferstanden mit Hilfe dieses Körpers. Und dadurch ist Maris nicht gestorben, ist nun aber seelisch an den Löwengeist, den ersten aller Löwen, gebunden und ist quasi sein Diener geworden. Und so wurde Maris zu einem Druidenlehrling. Ja, und da steckt er nun drin in der Scheiße. Gut, irgendwas wollte ich noch sagen, fällt mir jetzt gerade aber nicht ein. Ach doch, natürlich. Noch mehr Gequatsche, tut mir leid. Und zwar habe ich mal herausgefunden, ich finde es sehr interessant, Shakir heißt der Löwe. Oder ist der Löwe? Und ich weiß, wo dieser Name herkommt. Beziehungsweise ich vermute, dass die Entwickler ihn sich von da entliehen haben, weil einfach die Ähnlichkeit so unglaublich groß ist. Und zwar Shakir ist ja hier im Prinzip wie so in meditativer Einsamkeit, sitzt er hier rum, enthält sich der restlichen Welt. Er bleibt dann auch später an dieser Stelle und geht nicht zu seinen Brüdern zurück, selbst wenn wir ihm dann geholfen haben. Und er versucht mit sich ins Reine zu kommen im Prinzip und seinen Seelenfrieden zu finden. Und das Interessante ist, Buddha, ich weiß, ihr wisst nicht, wie ich auf Buddha komme, aber ich erkläre es gleich. Buddha hat ja im Prinzip auch die Askese gesucht in der Wildnis, bevor er die Erleuchtung empfing. Und Buddha hieß ja Siddhartha Gautama, oder Gautama, wie auch immer, mit bürgerlichem Namen sozusagen. Buddha ist ja bloß ein Titel im Prinzip, der Erleuchtete. Und Siddhartha hieß auch, er war ja ein Fürstensohn gewesen von einem kleinen Fürstentum in Indien. Und Siddhartha hieß auch der Löwe von Shakya. Und daher ist dieser Name höchstwahrscheinlich hergekommen. Das finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Und ich mag diesen Gedanken, dass da eine Verbindung zwischen Shakya und Buddha besteht. Also dass Shakya irgendwo so eine Art Mini-Buddha sozusagen ist, wenn man so will. Okay, wir haben jetzt aber hier jetzt erstmal nichts weiter zu tun. Den Löwen werden wir auch in Ruhe lassen. Ne, Shakya? Nee, Diebstahl machen wir nicht. Wir gucken mal kurz in seiner Höhle nach und dann gehen wir ab nach Lago. Und wenn wir dann in Lago waren, wird sich auch erklären, was Shakir hier macht, beziehungsweise dann wird er uns bestimmt auch sagen, wie wir ihm helfen können. Eine Schlange. Wir haben sie totgeprügelt. Juhu, aber wir können ihr nichts wegnehmen. Okay, ich drück mal kurz hier 1, damit wir das Schwert wieder ausgerüstet haben. Keine Ahnung, warum das jetzt weg war. Okay, dann haben wir das jetzt geklärt. Hier ist nichts weiter. Damit können wir nun, ne, Buddy, damit können wir nun nach hier drüben aufbrechen und hier treffen wir eine sehr interessante Persönlichkeit, eine meiner Lieblingspersonen in diesem Spiel, so, Assassinenrüstung angezogen, eine meiner Lieblingspersonen im gesamten Spiel,
ist der Mann, der in diesem Haus wohnt. Sibur Narad. Hallo. Viel auf das Geschäft. Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibur Narad dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Ach, ich liebe den Mann, der ist so spitze, wie er so bekifft deint. Sanfte Grüße, Peace, Mann. Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen, das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug, oh sinnverfremdender Freund. Ah, du bist spitze, mein Freund. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein, das ist mir viel zu anstrengend geworden. Ich ziehe mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Oh, das hätten wir gern, denn ich hoffe, wir haben es angenommen damals in Silden, aber wir haben das Quest gekriegt, einen Bootsplan, Bauplan zu finden. Genau, und deswegen haben wir das jetzt ja auch ausgerüstet, mit drinstehen ausgerüstet. Was quatsch ich denn? Wir haben es ja mit drinstehen, deswegen als Antwortmöglichkeit. Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee. Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Felle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraubt? Musst du echt mal machen. Das ist wie Fliegen. Ich probiere gerade viele Fälle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Ich frage mich ernsthaft, was die Entwickler, was Piranha Bytes, was die geraucht haben, als sie den erstellt haben. Der ist so abgedreht, der Typ. Er hat eine Bootswerft mitten in der Wüste, er raucht die ganze Zeit, kifft wie ein Schlot und schmeißt sich dann nackt auf irgendwelche Fälle, um sich vorzustellen, er fliegt durch die Gegend. Also. Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio, aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Ich bring dir die Felle, aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Vertrau mir. Oh, Sohn des Misstrauens. Okay, sehr gern. Wir rauchen dann erstmal eine Sibur's flauschige Träume. Ja, ich find's einfach spitze, die Mission. Das ist so abgefuckt. So, zieh rein das Ding. Das ist so abgefuckt, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Aber ich hab, der hat mir so gefallen, dieser Charakter, dass ich den unbedingt mit ins Rollenspiel integrieren musste. Ich hatte mal einen anderen Charakter, der war im Prinzip, also, ich habe es natürlich dort anders ausgedrückt, weil es ja nicht die wirkliche Welt ist, aber es war im Prinzip ein Zen-Mönch, wenn man so will, ein buddhistischer Zen-Mönch, der immer eins mit der Welt war und halt die Erleuchtung erfahren hatte. Und der war immer halt wie so ein Erleuchteter halt drauf, ist so Dalai Lama-mäßig so ein bisschen, ne? Er ist dann aber irgendwann mal nach Lago gekommen und hat Sibur Narad kennengelernt und die beiden haben dann miteinander gekifft und da ist er so versackt, dass er mehrere Monate lang kiffend hier hängen geblieben ist in diesem Haus und sich an nichts erinnern konnte danach, weil er nur gekifft hat die ganze Zeit. Okay, Lago ist übrigens nach Morasul meine Lieblingssiedlung. Ich weiß nicht, ich finde es einfach schön hier, weil es hier wirklich mal ein grünes Fleckchen in der Wüste ist. Und ich habe mir mal den Spaß gegönnt, mit Cheats sämtlichen Assassinen in dieser Siedlung Nomadenrüstungen anzuziehen, um dann ein paar Fotos zu machen. Das hat mir sehr gut gefallen danach.